Respekt und viel Spaß. Danke. Servus. Jordi, first international break after the first two matches ahead of the next game against Leipzig. How was the training? Training today was really good. I think we need this break. We had like a really long day with everyone, with three games. So I think we need a bit rest. Everyone was happy to be back and ready for the next game. Einen guten Eindruck. Ich denke, dass wir wirklich über die Vorbereitung sehr gut gearbeitet haben. Wir eine sehr, sehr gute Trainingsmentalität an den Tag legen. Wir wirklich jetzt als Gruppe auch noch mal enger zusammengewachsen sind. Das merkt man auf dem Platz, aber auch neben dem Platz. Und ich denke, dass uns die Ergebnisse von den ersten beiden Spielen, aber auch vom Pokalspiel, gut getan haben, dass wir da wirklich auch Selbstvertrauen daraus gezogen haben, dass wir aber auch alle gespürt haben, dass wir, dass da noch ein paar Prozent fehlen, dass noch nicht alles so ist, wie wir uns das vorstellen und dass es einfach leistungstechnisch nochmal Luft nach oben gibt und das ist aber auch völlig normal. Und deswegen arbeiten wir da dran und genau versuchen einfach jeden Tag das zu optimieren, da besser zu werden. Was sind das so für Themen vor allem, an denen ihr da besonders arbeitet? Ich denke, das sind auch ein Stück weit Automatismen gegen den Ball, dass wir da nochmal einen Feinschliff dafür entwickeln, wann laufen wir an, aus welcher Kompaktheit laufen wir an, was sind so die Signale, die uns als Mannschaft einfach etwas auslösen, die einfach zeigen, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt ins Pressing zu gehen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt aber auch mal in der Kompaktheit zu bleiben, ja, und eher dann aus dem Mittelfeldpressing oder aus dem Abwehrpressing dann Zugriff zu bekommen und die Bälle zu erobern. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit das Feintuning, woran wir noch arbeiten müssen, woran wir auch jeden Tag noch arbeiten. Und natürlich auch die Automatismen mit dem Ball, dass da einfach nochmal eine größere Eingespieltheit reinkommt, da auch wir ein Stück weit aus Balleroberungen auch ein Stück weit mehr Selbstbewusstsein entwickeln, dann auch nach vorne zu spielen. Und ja, das sind so die Themen und die kennen die Jungs aber auch. Wir besprechen die mit den Jungs sehr, sehr intensiv und immer miteinander. Und deswegen sind wir da auf einem guten Weg. Meine letzte Frage habe ich noch natürlich. Was erwartest du oder was erwartet uns gegen Leipzig? Ja, uns erwartet auf jeden Fall eine sehr spielstarke Mannschaft. Eine Mannschaft, die aber auch sehr intensiv spielen kann. Mit einer großen individuellen Qualität. Und ich denke, das wissen wir, das weiß die Mannschaft, dass das eine schwere Aufgabe dort wird. Aber wir sind auch ganz einfach auch als Mannschaft jetzt ein Stück weit stehen vor einer großen Aufgabe und das macht das Ganze auch interessant, dass wir genau wissen, was auf uns zukommt, wir aber auch Waffen haben, mit denen wir auch Leipzig bekämpfen können und deswegen haben wir Respekt vor der Aufgabe, freuen uns aber auch riesig drauf, dass so ein Spiel bevorsteht. I think today for the game against Leipzig we need to be ready to be fighting, a lot of fighting, to be also ready for those strikers. They are really fast, they are really good team, they are really good players, so we have to be focused during 90 minutes